Der Tag des deutschen Bieres fällt Corona-bedingt kleiner aus. Mit dem Tag des deutschen Bieres wird seit 1994 von den deutschen Bierbrauern der Erlass des bayerischen Reinheitsgebotes im Jahre 1516 gefeiert. Der Tag des deutschen Bieres findet jährlich am 23. April statt, dem Jahrestag des Erlasses. Auch wenn, wie bereits im letzten Jahr, pandemiebedingt der Tag nicht groß gefeiert werden kann, statteten wir der Mauritius Privatbrauerei in Zwickau einen Besuch ab. Ja, schönen guten Morgen, Frau Wutzler. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ja, Tag des Bieres. Wir erinnern uns, vor vielen Jahren war das immer ein richtiger Hype in Zwickau. Es wurden Biertischgarnituren aufgestellt, es wurde Mauritius Bier ausgeschenkt, es waren Pferdekutschen unterwegs. Bereits seit letztem Jahr ist das leider nicht mehr der Fall, pandemiebedingt. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Ja, ich gehe davon aus, dass auch der Tag des deutschen Bieres hier in Zwickau etwas ruhiger ablaufen wird. Wie ja allen bekannt ist, ist die Gastronomie seit vielen Monaten geschlossen. Es finden keine Veranstaltungen statt. Es ist auch nichts geplant, weil es gab für keinen Veranstalter, für keinen Händler, auch nicht für die Brauerei, Planungssicherheit oder auch nur einen Ansatz, dass wir den Tag des deutschen Bieres in diesem Jahr begehen können. Ich habe gelesen, dass zu erwarten ist, dass jede vierte Brauerei ihre Türen schließen werden wird. Diese Aussage basiert auf einer Umfrage des Deutschen Brauerbundes. Das umfasst natürlich das Gesamtbild der deutschen Brauereien. Da wir ja in Deutschland über 1350 Betriebe haben und viele von diesen, gerade kleinere Hausbrauereien, Kleinbrauereien, von Gastronomie und Veranstaltungswesen abhängig sind und dieses Geschäft seit mehr wie einem Jahr fehlt oder fast vollständig fehlt, dann ist davon auszugehen, dass diese Unternehmen das wirtschaftlich nicht überleben werden. Wie wird es der Mauritius Privatbrauerei gehen? Überstehen Sie die Sache? Also wir überstehen diese Pandemie. Ich habe schon an einigen Stellen den Ausdruck geprägt, dass wir im Moment mit einem blauen Auge aus dieser Situation herauskommen. Aber es bedrückt uns natürlich sehr, dass das Kulturgut Bier in diesem Jahr überhaupt nicht inszeniert werden kann. Ja, jetzt stehen ja solche Dinge wie der Muttertag, aber auch in erster Linie der Vatertag vor der Tür, wo gern mal ein Bier getrunken wird. Was hält denn die Privatbrauerei in diesem Jahr vor? Also wir haben unser bekanntes Biersortiment parat. Im Moment bieten wir auch noch darüber hinaus unser helles Bockbier an, ein typisches Frühlingsbockbier, was natürlich optimal in diese Zeit passt. Aber unsere Spezialitäten wie die Hopfenkrone oder unser Pilz oder aber auch das Bockdunkel sind natürlich willkommene Abwechslungen in dieser Zeit. Ja, und man darf natürlich ein Produkt nicht vergessen. Wir haben Frühlingsbeginn, bald kommt der Sommer hoffentlich. Unser Zwickauer Naturradler ist natürlich auch bestens geeignet für Veranstaltungen am und um den Männertag, vielleicht auch nicht nur für Männer. Wie wird hier bei der Produktion umgegangen? Sie müssen natürlich auch strikt auf die Hygieneregeln achten. Funktioniert das alles gut? Wir sind im Rahmen unserer internationalen Zertifizierung als Lebensmittelbetrieb schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau überprüft und natürlich auch zertifiziert, was wir in jedem Jahr mindestens einmal unter Beweis stellen müssen. Und darüber hinaus kommen auch Analysen und auch unangekündigte Audits von unseren Kunden, die uns natürlich auch so ein Stück weit auf die Finger schauen möchten, ob alle Vorschriften eingehalten werden. Aber dadurch, dass diese internationalen Standards auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind und wir die in jedem Jahr mit Bravour auch absolvieren, sind wir bestens vorbereitet und es gibt bei uns überhaupt gar keine Defizite. Die Frage nach dem Brauereifest, was ja immer Ende des Sommers stattgefunden hat, dürfte sich damit auch erübrigen. Ja, leider. Im vergangenen Jahr waren wir ja gezwungen, das Brauereifest ausfallen zu lassen. Und auch in diesem Jahr gibt es keine Planungssicherheit. Wir stehen jetzt im April und wir müssten Verträge und auch organisatorische Aspekte abschließen, um dann im August oder September zu feiern. Dadurch, dass das natürlich nicht möglich ist am heutigen Tag oder bis zum heutigen Tag, müssen wir auch für dieses Jahr das Brauereifest leider ausfallen lassen. Ja. Sie haben eine gute Idee gehabt und wir haben sie aufgegriffen. Sie haben ein kleines Quiz gemacht, das haben wir ins Netz gestellt und das ging so richtig durch die Decke. Und jetzt freuen wir uns, dass Sie heute den Gewinner ziehen werden. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Wollen wir es mal beginnen?
Ja, wir haben also sehr viele Zuschriften bekommen und unsere Fragen waren ja nicht so ganz einfach, aber man sieht doch, dass es sehr, sehr viele Bierspezialistinnen oder Spezialisten gibt und wir hatten sehr, sehr viele richtige Einsendungen und ich würde sagen, den Hauptpreis, den ziehen wir jetzt mal. Ich drehe mal die Einsendungen. Das ist ganz Mische. Schön voll, ne? Das ja, ganz schön absolut. Ich komme mit meiner Hand überhaupt nicht in diesen Krug hinein. So. Der Gewinner kommt aus dem Raum Zwickau. Es ist ein Herr. Und wir freuen uns, dass unser Biergartenpaket an den Herrn Christian Vogel geht. Herzlichen Glückwunsch. Toi, toi, toi. Aufgrund der vielen richtigen Einsendungen zum Brauerei-Quiz hat man sich seitens der Mauritius Privatbrauerei dazu entschlossen, noch weitere Preise unter den richtigen Einsendungen zu verlosen. Alle Gewinner werden zeitnah benachrichtigt. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Es hat uns riesigen Spaß gemacht, diese Aktion zu begleiten. Wir wünschen Ihnen, Ihrem Team alles Gute und dass wir uns hoffentlich bald mal bei irgendeinem Event auf Ihrem Gelände wiedersehen. Das ist sehr nett, das gebe ich gerne zurück. Vielen Dank für Ihren Besuch und bleiben Sie gesund.